Willkommen bei Star Wars. Willkommen zur Sendung, zu einer ganz neuen Sendung. Und zwar Wohnzimmer. Star Wars Community Wohnzimmer. Ich saß und dachte, warum nicht? Warum nicht in einem Wohnzimmer? Ich saß einmal vor sehr langer Zeit in einem Kinderzimmer und sagte, du, kennst du Star Wars? Ey, ich auch. Warst du auch im Kino? Jo, sag ich. Du, ich habe einen Schmalfilm getestet. Lass uns den nochmal eben angucken. Waren 3 Minuten Star Wars. Die Anfänge von Star Wars, die jeder kennt. Teil 4. So, ich hatte gerade durch Zufall das Geschäft offen, weil ihr wisst ja, samstags habe ich an sich nicht offen. Aber wir gehen ja jetzt auf den Mai zu. Wir gehen jetzt auf Han Solo zu. Und dann waren 2 gute Kollegen da. Ich habe mich tierisch gefreut, dass sie da waren. Ich stelle sie euch auch gleich vor. Lasst uns einfach mal eben ins Wohnzimmer gehen und dann unsere Säbel schwingen. Nein, wir werden uns unterhalten. Wir werden uns richtig sachlich unterhalten, pro und contra über Star Wars. Der eine Lego, der andere normal in Figuren großer Schiffe. Er sammelt also die großen Schiffe, Kampfschiffe. Er fragte mich auch, ob ich hier den großen mal aufbaue. Werde ich sicherlich tun. Ich begrüße euch total und recht herzlich bei der Star Wars Community Wohnzimmer. Und jetzt geht's los. Kommt mit zur Sendung. Meine Damen und Herren, total und recht herzlich willkommen zur Star Wars Show. Nee, Star Wars Universe auch nicht. Star Wars verrückt auch nicht. Total und recht herzlich willkommen bei Star Wars Community Wohnzimmer. Und meiner einer, den kennt ihr ja schon. Und die Jungs da hinten, die kennt ihr auch. Die gehören zur Community. Und diese Community entsteht jetzt, stellt euch mal eben kurz vor, so steif wie ihr seid. Ne? Jo, also ich bin der Yasushi Nakanishi, Freunde der Macht. Und ja, momentan habe ich ziemlich viele Kommentare zu Armut, ja, Bilder etc. Gepostet. Und ja, jetzt stehe ich hier und bin ganz froh und freue mich auf das YouTube. Der meinte mich. Ja, und freue mich auch über Star Wars zu reden. Einfach, weil das ja, meine Kindheit geprägt hat und ich mich... Die Filme, die ich millionenmal schon angeguckt habe und ja, freue mich über alles Neue und rede auch gerne über das Alte. Also ich bin der Marco Quater, 48 Jahre alt und bin schon seit meinem 8. Lebensjahr großer Star Wars Fan. Nur ich bleibe auch mit beiden Beinen auf der Erde und spiele mich auf der Straße rum mit meinem Laserschwert und sage, ich habe die Macht. Deshalb bin ich auch heute hier und möchte gerne mit Armin und um meinen neuen Kollegen über Star Wars gerne reden. Ja, Sushi? Ja, Sushi, okay. Hast du Sushi? Hast du Sushi? Dann kriegst du Sushi. Okay, wir machen weiter. Total recht herzlich willkommen zur Show, ja, Wohnzimmer-Show. Ich freue mich hier, ja, ich freue mich hier auf Gäste, immer. Star Wars-Gäste, ja, das sind Fans, absolute Fans. Wir haben die ganze Zeit schon kommuniziert, wir hatten so viel Spaß schon miteinander. Wir haben auch leckeren Kaffee getrunken, jetzt müssen wir arbeiten. Ja. Ne? Wie soll ich, über Star Wars. Erzähl mal was über Star Wars. Wieso magst du Star Wars? Oder wieso magst du Star Wars? Ja, für mich selber ist das so eine Welt für sich, sag ich mal. Wie bist du dazu gekommen? Ja, als ich klein war. Ja, klar. Sie ist ja 8, 7, ich war leider schon 20. Ja, wisst ihr, wie alt wir sind. Aber egal. Ja. Mein lieben Hasser,
Also mittlerweile müssen wir erstmal die Hasser begrüßen. Wir begrüßen alle Hasser. Hallo, Hater. Alle Hater, der aus aller Welt schreibt da drunter, was er wollt. Drei Säcke sitzen da und machen Scheiße. Ich sag, ja, aber wir machen gerne Scheiße. So sieht's aus. So, Feierabend. Ne? Ja. So, also wie gesagt, er ist Lego-Spezialist. Er ist was? Spezialist. Ja, sag ich jetzt mal, so ein richtiger Spezialist für den Lego. Ich bin Star Wars, ich mag Star Wars von A bis Z. Und vor allen Dingen, also wir teilen nagelneu, mittendrin. Oder ganz neu. Ganz neu ist 7 und 8, ist klar. Mittendrin ist 4 und 6. Davor ist 1, 2 und 3. Und dann ist irgendwas Neues da drin. Han Solo kommt jetzt und Rogue One. So, jetzt haben wir einen Themenaufbau. Wir wissen noch nicht, das ist spontan. Wir haben uns spontan getroffen. Das ist hier das Star Wars Community Wohnzimmer. Und wir wollen uns austauschen. Wir wollen Spaß haben. Und wir müssen uns auch erstmal an die Kamera gewöhnen. Genau. Ja. Und das ist heute nämlich spontan, weil ich mache das ja leider beruflich. Und beruflich sieht die Welt immer anders aus. Und diese Spontanität soll jetzt locker, flockig rüberkommen. Und ich will auch gar nicht so viel quatschen, sondern er. Und ich bin mittendrin. Okay, legt los, Leute. Star Wars! Ja, Star Wars. Ich bin 70er Jahrgang und mit meinem Bruder zum ersten Mal in Krieg der Sterne gewesen. Weder Episode 4 noch A New Hope, vielleicht doch A New Hope. Direkt geflasht gewesen, direkt bei Imperium Stück zurück, auch die Figuren geholt, weil es da schon mehr gab. Und weiter ging es mit Jedi, jedes Cinema gekauft, wo mal ein Schnipsel Star Wars drin war. Zu den Requisiten, zu dem Jabba-Riesenmodell, was es damals gab, was jetzt auch endlich mal wieder nicht nur durch CGI ersetzt wurde, durch Lucas bei Episode 1 bis 3. Und Star Wars ist im Grunde genommen immer in meinem Kopf gewesen, mein Leben. Ich freue mich über das Neue, über das Alte sowieso, außer Episode 1 bis 3, so richtig. Ist nicht meine Welt und... Über Episode 7, für mich war das Größte, was wieder zurückkam. Die Szene, wo Han und Wookie in den Rasenfalken kommt und sagt, wir sind zu Hause. So fühlte ich mich dann auch. Gänsehaut pur. Und seitdem bin ich über alles Neue. Ich freue mich auf Han Solo, auf den Western. Und freue mich auch, dass es vielleicht eine geile Trilogie wird. Und was wollen wir mehr sagen? Und hoffe auf die Zukunft. Ja. Korrekt. Wow. Ja. Müssen wir abwarten, was die Zukunft uns noch bringt. Ne? Ja, wie Han Solo. Wie er schon sagte, da ist nochmal der Charakter. Also 4, 5 und 6 waren die Charaktere. Wenn wir ganz ehrlich sind, war das die Familie Skywalker und nachher Solo. Ja? Und so sind ja welche im Universe, einige sind im Kanon. Da wir ja nun mal das Star Wars Community Wohnzimmer sind, wir sitzen also locker rocker und demnächst auch mit Fernsehen und gucken, ist alles da. Nur, wie gesagt, ich wollte gerade vorführen, ich kann nachweisen, Amazon hat nicht geliefert und zwar die 3D-Brille. Ich weiß, dass einige Hater da 3D nicht mögen und 2D. Jeder soll für sich selber, das ist wichtig hier im Wohnzimmer. Dieses Wohnzimmercharakter soll die alten 70er wieder bringen, wo wir nur jung waren und wie wir Spaß hatten. Und wie gesagt, alle drei Jahre war Star Wars. So, was hat Johnson gesagt? Star Wars kam ihm vorwiegend in so ein Museum. Alle drei Jahre dackeln sie ins Museum, gucken sich da an und gehen wieder raus. So, heute sitzen wir ja selber vor laufender Kamera, haben selber erstklassige Communities. Er hat auch eine eigene Show bei YouTube, kann ich auch schon mal einladen, da hinzugehen. Nein, habe ich nicht. Ja, nee, hab ich nicht. Ganz bescheid, unter dem Teppich geklärt. Nee, ich habe nur eine Lego Star Wars Facebook-Gruppe, mehr habe ich nicht. Also war ein Scherz. Aber wie gesagt, könnt ihr, wie gesagt, unterstützen. Absolut Lego, absoluter Fan und meiner einer mittendrin. Alles klar. Passt doch. Das passt. wie gesagt, Händler und so weiter, die haben sich schon kaputt gelacht, weil ich hier an Preise rausgehauen habe. Ne? Ist klar, wenn ich eine Figur verkaufe für 10 Euro, fing er hier gerade an zu grinsen. Bist du bekloppt? Aber ist halt so. Ne? Ja, er hat auch, wie gesagt, philosophiert über Lego. Wie gesagt, der Falke war das. Ne? Der Falke, der richtig Geld kostet. Er hat dann philosophiert über Lab. Wie heißt die Firma? Lepin. So, es gibt ja Lepin und es gibt
Lego. Lego hat halt die Lizenzen und hat mit Marvel, DC und vor allen Dingen Star Wars gemacht. Ja. Und Lipin sieht man ja auch, Soldaten, Panzer und was weiß ich nicht alles. Unter uns, als Profi, also als Verkäufer ist mir egal, was ich verkaufe. Wenn ihr das mögt, bekommt ihr das. So ungefähr. Deswegen machen wir keinen Kopf drum. Jetzt dieses Wohnzimmer. Zum ersten Mal fange ich an zu stutzen, weil wenn man so hier im Wohnzimmer sitzt, so locker, und dann erzählt er immer, was machst denn du da? Du verkaufst die Dinger da. Weißt du überhaupt, welche Werte du da hast? Das ist mir gar nicht aufgefallen, aber egal. So, und er spricht dann, sagen wir, von anderen Sachen, weil er recht hat. An alle Hausfrauen, die eingeschaltet haben, an diesen lustigen Geräten, da YouTuber und so, ist klar. Also wenn eine Frau hier reinkommt, dann muss ich den Mann immer, also der Mann kommt rein und sagt immer, hab ich hier nicht gekauft, ne? Ist klar. Doch, war, dann sag ich, ja, ist klar, wenn die Frau, aber alle hier und hat, nee, sorry, tut mir leid, hab ich nicht, seht ihr. Das ist das Gute daran, dass ich keine Massenware habe, sondern so vereinzelte Sachen habe, die dann irgendwie wechseln, und wenn die wechseln, sind sie weg. Na, und dann habe ich also schon so ein Alibi, ne? Und wie ist das bei euch so, habt ihr auch so einen Ärger, wenn ihr da was kaufen wollt, sag mal, wie du das mit Falken nochmal in 3000 Euro locker machst? Nein, damals, wo ich wirklich Hardcore-Lego Sammler, Bauer, wie auch immer war, hatte ich keine Regierung hinter mir. Ah ja, sehr gut. Ne? Lego-Regierung, die wir hier sehen, ne? weil der, ihr wisst ja, er ist ja Gast hier und er ist auch Gast hier im Wohnzimmer. Nicht so eng sehen. Also die kaufen auch nichts, die nehmen auch nichts mit, die kriegen einiges geschenkt, das ist klar. Die haben das nicht gekauft, was die da mitbringen. Das muss ich jetzt einfach mal so sagen. Könnt ihr glauben oder nicht, aber wir sind ehrlich, wir sind absolut ehrlich. Wir haben uns ja auch, wie gesagt, über die Kommentare unterhalten. Wir machen uns hin und wieder mal so einen Spaß, lassen E-Weg oder die Phonetik stimmt nicht und dann warten wir 3 Minuten und dann geht es ja los. Ne? So, erstmal Rechtschreibung üben und so. Ja, ist ja. Es macht so viel Spaß, da irgendwelche Fehler reinzukloppen und dann auch zu warten, dass es losgeht. Und manchmal geht es dann so dermaßen los, wie er schon sagte, wir haben mehr Hater geblockt, die wir Freunde haben. Das ist halt so. Ne? So, und jetzt bleiben wir also lustig beim Thema. Wie gesagt, das Wohnzimmer, wir unterhalten uns hier locker. Und nicht so steif und so. Wir trinken auch zwischendurch Kaffee, aber nicht vor laufender Kamera. auch einen Keks essen wir. Wir wollen euch auch nicht auf den Keks gehen, ist auch klar. Star Wars. Mir fällt auf, Star Wars von der Urzeit an verwandelt sich. Diese Verwandlung wurde jetzt bei einigen nicht angenommen. Habt ihr jetzt festgestellt im eigenen Kreis und auch in euren Kreisen, wo ihr so seid, warum die das plötzlich nicht so annehmen? Ich gehe, also die es nicht richtig annehmen, sind wirklich Kanon-Fanatiker, die wirklich ihren eigenen Film schon im Kopf hatten und sich dadurch quasi das Neue einfach nicht annehmen wollen können durch Figuren, die sie sich gewünscht haben, Fortsetzung nach der 6 durch Bücher sich einprägen konnten, wie es auf jeden Fall hätte weitergehen müssen. Was Disney, sage ich jetzt einfach mal, durch den neuen Kanon, der jetzt gebildet wird durch die Filme, im Grunde genommen das alte alles über Bord geworfen haben. Ich meine, durch Rebels kam Thrawn wieder zurück. Korrekt. Und ich weiß nicht, ob die Kanon-Freunde sich darüber gefreut haben oder nicht, da kann ich nichts zu sagen, weil ich habe mir jetzt die 3. Staffel reingezogen, wirklich, und ich finde Thrawn auch gut, aber ich hatte keine Vorgeschichte im Kopf durch die 3 Romane, die rauskamen. Und war auch sehr überrascht und wie strategisch er alles soweit bei Rebels verstanden hat und gesehen hat. Aber wie gesagt, ich bin uneingenommen in die Sache reingegangen und finde ihn auch gut. Ob ich jetzt ihn unbedingt in einem Film sehen hätte müssen, weiß ich nicht. Aber sowas war, denke ich mir mal, vor in den Köpfen, in der Fantasie der ganzen Kanon-Leute. Und dadurch spaltet sich das einfach alles. Auch dass Luke jetzt bei EP8 sich komplett abgewandt hat von der Macht. Obwohl die Macht existiert ja noch, aber dass er ihnen den Rücken zugedreht hat, hätte man so nicht erwartet. Vielleicht haben sich wieder viele Leute gehofft, dass er mit seinem eigenen Laserschwert die komplette First Order niedermetzelt. Da fand ich es gut, wie er sagte, Rey, das sage ich jetzt zu allen,
Was soll er denn machen, bitteschön? Ja. Was soll denn eine Einzelperson machen, wenn man mal in die Realität und halt in die Fiktion geht? Was soll eine Person da machen? Da hat er sowas von Recht gehabt, wie er sagte, so, soll ich jetzt mit dem Laserschwert die Ordnung da auseinandernehmen? Also das verstehe ich jetzt auch nicht. Da hat er irgendwie Recht gehabt. Mir ist aufgefallen, man hat die Rey sowas von naiv dargestellt. Die ist so naiv, die sitzt da und die ist aber, da sehe ich aber noch mehr. Auf einmal, wuch, kommt die da aus dem Wasser geschossen, da er erschreckt sich. Du gehst durch die Macht wie der andere durch Butter. Ich meine, ich muss schon schmunzeln. Also, sie ist sowas von naiv, die Frau, ja. Ob sie jetzt wirklich eine Schrotthändlerin ist von Geburt an etc., das ist totaler Quark. Weil man könnte jetzt sagen, sie gehört wie Anakin damals, also als Sklave und so weiter und so fort, der dann halt das Blut danach hatte und man hat sie ja nicht getestet. Genau, Anakin hat man getestet. Wie viel hat er denn? Ja, und bei Rey überhaupt nicht. Rey ist so mächtig, die spielt da, die nimmt die Leute auseinander, die rennt mit der Lanze rum, die an sich eine Laserlanze sein könnte. Die bräuchte jetzt nur einen Kyber da einbauen, dann hätte sie eine Laserlanze, oder nicht? Ja, was ich auch natürlich komisch fand, sie geht in den rasenden Falken rein mit Finn, zack, und kann den fliegen. Und wie? Aber wie? Ja. Wie geht zack, das? Bam, boom, und jede... Ja, ist die Macht halt. Ne? Ja, jede Sprache versteht sie. BB-8, Chewie, alles. Ja. Sie versteht einfach alles und so mächtig, sowas hatte auch nie was mit der Macht zu tun, dass jeder, jedi, jeden versteht oder... ja, die Ruhe, Gewalt der Macht oder wie auch immer. Also die Macht lassen wir jetzt mal weg, weil ich bin nämlich ein Fan von den Neuen. Also Rook One, das war für mich das, da geht kein Weg dran vorbei. Weil in dem Moment, wo ich Rook One sehe, bin ich ehrlich, muss ich 4 sehen. Absolut. Keine Chance. Ja. Also wenn einer von mir sagt, komm mal Rook, ja sorry, aber denk dran, 4 musst du auch sehen. Ja, ist so. Bring noch 2 Stunden mit. Genau. Bring noch 2 Stunden mit. Die Jungs freuen mich auch, dass sie die Zeit mitgebracht haben. Heute, wie gesagt, war spontan. Wir wollen ja eine richtige Sendung machen, wir wollen eine richtige Wohnzimmersendung machen. Die anderen 10, die da Bescheid wissen, die habe ich ja im Vorfeld schon gegrüßt. Die Jungs wissen noch nicht, was ich da noch alles einbauen werde, aber da kommt noch eine Menge. ist halt so, wie gesagt, wir wollen ein richtiges Wohnzimmer gründen, wo wir dann auch wirklich rein können und wo auch alles steht, da brauchen wir nur Knöpfe drücken. Jetzt müssen wir hier arbeiten, die Jungs sehen, dass das Arbeit ist. Und ist echt Arbeit, oder die sehen das, die sehen wirklich mal, wie man Filme dreht und herstellt, und ist nicht so einfach. Das könnt ihr mir glauben, das geht gleich noch so fröhlich weiter hier. dazwischen, wie gesagt, ein Keks und ein Käfchen. So, also ganz einfach. Rook One war ein erstklassiger, durchdachter Kriegsfilm. Mir fällt jetzt auf, dass das alles extra gemacht wird. Wir müssen nochmal nachdrehen. Nachher sehe ich, was die nachgedreht haben, nämlich Werbung. Die haben Werbung nachgedreht. So, die kam auch nachher für Nissan und so weiter. Und jetzt hier bei Han Solo war ja auch so ein Plot plötzlich zu sehen, auch wieder für ein Auto und so. Das sind die sogenannten Nachdrehs. Also, ja, ich hatte gestern noch einen gehabt, einen Amerikaner, der sagte auch immer, warum fliegen die eigentlich so weit weg? Latschen bei Rook One da durch den, ne? Und die Kleine rennt sich da ein und so weiter und so fort. Da hat er auch recht, da habe ich auch gar nicht drüber nachgedacht. Warum landet der so weit weg und marschiert? Absolut. Ja, weil der steht falsch, weil im Original. Also hier, wenn wir mal Zeit haben, zwei Stunden Flug, die Studios sind nämlich in London, hier in England. Und da durch Zufall alles gesehen und auch jetzt bei Han Solo, die Autos und so weiter, erkläre ich aber nachher. Ich finde es stark. Auch was ihr jetzt hier seht, wie nachher es dann doch aussieht. Und da genauso, da sehe ich ein merkwürdiges Auto, was da rumfährt. Und nachher fliegt der Teil. Ja, also das sind so Sachen, was mich am Film so viel interessiert und so weiter. Und ich habe so viel gesehen im Original und habe mir nachgedacht, was soll denn das? Ja, es war, es ist alles weg. Deswegen, man hat die nicht durch das Wasser laufen sehen. Man hat das Rennen nicht gesehen. Ja? Man hat uns zwar gefoppt, indem man uns diese Clips gezeigt hat. War ganz raffiniert. Ich glaubte auch, ich kommt das. Nee, kam gar nicht. Ja, also auch. Das wurde ja am Strand lassen. Ja, genau. Ja, ich meine, das war ja das alternative Ende, was da gedreht wurde als erstes. Und ja, dann kam ja der Nachschub, wo sie dann wirklich dann alle. Rest in Peace, gestorben sind. Ja, ja. Als Helden. Warte, welche Szene auch fehlte mit dem TIE Fighter. Genau. Wo der dann nachher hochkam. Kino? Nix. Das ist richtig.
Nee, gab es auch gar nicht. Das war noch eine Idee, weil sie rannte ja dahin, weil sie den Joystick umlegen musste. Ja, so, wenn, das da, wenn der Fighter hochgekommen wäre, hätte sie den nicht umlegen können. Wäre der für den deswegen, ja, ne? Die hätte da wohl schlecht drauf gemacht. Da hast du den Hätten drauf gedrückt. Der hätte nicht lange gefackelt. Das ist halt so. Also ich finde Film hochgradig interessant, wenn man sieht, was die uns zeigen. Wir gehen, das könnte vielleicht sein, dass die Kanuisten, also die Kanon, mit einem, ah, das kommt. Und dann sehen sie, für mich gefloppt, weil das kam ja gar nicht. Das könnte ja vielleicht sein, dass die so denken. Könnte sein. Ja. Möglich ist alles. Kann sein, muss aber nicht. Nee, genau, kann sein, muss aber nicht. Nee, ist schon klar. Aber wie gesagt, Rogue One, das hat mich gefesselt und das hat mir wirklich sehr viel Spaß gemacht. Und für alle, die so lange warten mussten, weil wir mussten immer 3 Jahre warten, vergesst es bitte nicht. 3 Jahre warten, um einen Film zu sehen. Und so einen Spaß zu haben, wie wir jetzt vor laufender Kamera, hatten wir dann auch. Nein, wir hatten auch vor der Kamera, die lief ja die ganze Zeit nicht, hatten wir ja schon Spaß. Und so einen Spaß wollen wir übermitteln, so einen Spaß wollen wir haben, so einen Spaß wollen wir ja in diesem Wohnzimmer nachahmen. Wenn wir nachher alle 1000 in einem Wohnzimmer sitzen, das wird spaßig, das könnt ihr mir glauben. Und verdammt eng, das ist ja jetzt schon warm hier, ne? Aber ist so, ne? Und darum geht es. So, und Star Wars, merkt ihr, soll locker werden. Er hat schon angeritten. Er hat schon Rebels gesagt. Er hat schon 3 gesehen. Ich habe schon den 4. Also bis zum Ende. Ich werde ihn dann auch gleich heimlich, wenn die Kamera aus ist, zeigen, wo er dann gucken kann. Ne? Ist ja, man kann ja nicht alles zeigen. Ne? Sonst flippen ja die Hater wieder aus. Ne? Die, ja, ich ja. Oh, ne? Also die Wege sind einsamer und diese Wege sind des Herrn die Macht. Die sind alle in der Macht. Ich zeige gleich die Obermacht da. Ja, genau. Jeder hat die Macht. Ja, genau. Jeder hat die Macht. Haben wir gesehen. Den Besen da mal eben duft. Ne? Genau, was hat der Junge jetzt? Der hat den Ring. Von wem hat er den Ring? Hat die, komme jetzt nicht auf ihren Namen, die neue? Ja, die neue Heldin da. Den Finn. Die aus meiner Region kommt. Ja, aus seiner Region kommt, jawohl. Ich habe den Namen auf dem Finger, ich komme nicht drauf. Schade, hab ich jetzt nicht gerade. Aber jedenfalls, hat sie den Ring verschenkt, kann ja sein. Hat. Vermutlich mal, sonst hätte er ihn ja nicht gehabt. Ja, und ich fand es auch stark. Ganz ehrlich, wenn ihr mal die Filme auseinandernehmt, richtig auseinandernehmt, dann merkt ihr, es ist immer irgendwo dasselbe. So, da sitzt ein Junge, macht die Töne nach, er spricht von Chewbacca und den Helden und R2-D2, ja. Und wenn er da reinspringt, davor, wer hat das gemacht? Auch, ne, die Geschichte hat R2-D2 auch so, tsch, tsch, die Geräusche und so. Es ist an sich wirklich das Alte, nur mit neuen Bildern. Genau, das stimmt. Wenn man mal richtig hinschaut, 7... ist das, aber Rook One, und genau das ist, war für sich, war neu, hatte nichts mit niemandem was zu tun. Und das finde ich nämlich so toll jetzt an Han Solo, weil auch da nichts, gar nichts, hat überhaupt nichts, mit, gar nichts, er kannte ja niemanden. Ja, gut, ich habe, der eine flippt sofort aus, hoffentlich kommt Hutt. Ja, es kann ja nicht sein, dass jetzt alle großen Größen jetzt, es kommt sofort Hutt, mit dem macht er, und dann kommt sofort Boba Fett. Sofort irgendwo da ist wieder, Leute, übertreibt es doch nicht so, sag ich jetzt mal, nicht weil ich so alt bin, sondern, ja, ich so. Manche sagen ja, der ist so der alte Sack da, der, was soll denn das? Nee, zwischen 14 und 24, wir verstehen euch. Ja, ich rede jetzt hier an die Gebildeten da. Wir verstehen euch sehr gut, ist so okay. Ja, und wenn ich jetzt hier so manchmal, was gibt's denn da, 10er, bist du bescheuert, ne? Ist klar, ja, ist so die, also in meinen Augen ist mittlerweile Star Wars so eine Art Börsengang. Ja? Heute gehst du in die Börse rein, ist Star Wars 1 Million wert, gehst raus, ist nur noch 1 Euro wert. So ungefähr, also musst du einen Schnapper machen. Ja? Also dann schnapp mal schön. Er hat ja auch gerade noch einen Bericht erzählt hier aus Nordrhein-Westfalen, hat er auch einer alles abgegeben. Ja, also, ja, keine Ahnung, ich hab's nur... Hat halt Geld gebraucht, ne? Und hat dann alles verkauft, was er noch verkaufen konnte. Ne? Ist klar. So, also wie gesagt, Rebels macht tierisch viel Spaß zu schauen. Und jetzt haltet euch fest, der war für 7-Jährige. Rebels war für 7-Jährige gedacht. Und wer schaut? Wir schauen. Zwischen 30 und 50. Und finden das toll, ehrlich. Ja? Ezra. Jetzt muss ich schweigen, weil ich den Film ja kenne. Sonst hätte ich mir gerade mal rausgerutscht. Ja, dann sind ja auch so Sachen. Ja, Spoiler. Genau. Unter uns. Also ich liebe die Information. Ich forsche auch, ob die Information echt ist, aber wenn der Anfang mit Spoiler, dann darf ich ja gar nicht mehr reden. Ich hatte, wie gesagt, der junge Mann da bei den Kanon, der hatte sich gerade hingesetzt, meine Freunde, gerade hingesetzt, sich 7 und 8 angeschaut. Gerade ist das Jahr fast schon 2019. Heute in 8 Monaten haben wir schon Weihnachten hinter uns. So, ne? Also dann dürfte ich ja gar nicht mehr. Ich dürfte weder vor der Kamera, ich dürfte weder in irgendeiner Gemeinde was reden, dann spoilere ich. Ich weiß nicht, wo dann alles herkommt. Ich freue mich auf Informationen. Ich freue mich auf Informationen, die ich dann auch suchen kann.
genauso wie ich jetzt am Suchen bin, jetzt muss ich diesen Satzdreher machen, Resistance. Ich spreche es jetzt mal französisch aus. Nee, Renaissance, das Neue. Ja? Jetzt habe ich leider im Gehirn nicht den Namen Kylo sowieso. Ne, der heißt nicht Kylo, irgendwie so Yasuzu. Der Vorname klingt japanisch und der Nachname chinesisch. Oder? Ja, so. Wir vermuten, dass jetzt der asiatische Raum abgekocht werden soll. Weil Anime, meine Mädels hinter mir, die sagen immer, nee, Anime, nicht mein Fall. Ich bin an sich ein sehr guter PC-Fan. Ich mag also so PC so richtig, so wie bei Battlefront, diese Spielfilm da, richtig in Full HD gemacht, zeige ich nach laufender Kamera nachher auch. Das sind so Sachen, die mir persönlich gefallen. So, wenn ich das gerne hätte haben wollen, da wäre ich stundenlang. Ja, kriege ich auch nicht, ist klar, weil auch ihr drunter schreibt, ist ja viel zu teuer. Ja, ja, gehört auch Bandai. Ne? Mhm. Bandai gibt das nicht frei, ne? Ist klar. So, wir haben also mittlerweile Star Wars. Meine lieben Freunde, Johnson, vor allen Dingen, wen habe ich gelesen? Kennedy, im Laufen, so wie hier, im Interview, hat die knallhart gesagt, Fanservice ist nicht möglich. Man kann sich mit dem Fan unterhalten, ist okay. Man kann auch ein bisschen so drauf eingehen, das war's. Was ich auch gut verstehe, ihr seht es selber, wenn wir was... Wir sind jetzt, ich habe gleich Hunger, vielleicht schon hier. Schui, Mann, Schui hat gesprochen. Ja, Astral, ich werde den nicht Schui. Besorge ich mir dann Felder. Ehrlich, lass da mein Magen da mal rummolen. Ich habe noch nichts gegessen, doch eine Banane. Aber, ja, genau. Der passt zu Schui. Affe, Banane. Ach, herrlich, okay. Wir bleiben ernst. Leute, es soll locker sein. Wir wollen nicht einfach hier loslabern. Sondern wir haben wirklich Erfahrung, wir machen das ja jeden Tag und wie gesagt, er fummelt dann an Lego rum und macht und er hat auch eine gute Story über Lego gesprochen da, waren 10 Jahre, die da gefragt hat und so. Bitte geht nicht immer so hart mit einem um, das ist Spaß, das ist Hobby und Hobby kostet Zeit und Geld. Das so, ne? Und wenn und man jeder hat nicht immer so viel Geld, das korrekt. Darf man einfach nicht vergessen. Ja, das genau, stimmt. Richtig. Es kann halt keine Geldschlacht sein, sondern unter uns, wenn man, sage ich jetzt einfach mal, aus irgendwelchen Pappröhren alles zusammenbaut und daraus irgendwas Tolles macht und sieht auch noch gut aus und sagt, du, das ist, Jabba so hat seine Hütte oder was, dann flippen natürlich andere aus, weil er nicht 100% ist. So, wenn wir in einer Welt leben, wo alles nur noch 100% ist, dann verstehe ich nicht, warum wir uns immer noch bewegen, weil das geht nämlich nicht. Nee, das geht aber sowieso nicht. Du bist Fan von diesen großen Modellen. Ja, das ist richtig. Er hat sich kaputt gelacht, dass ich den uralten Falken dafür. Naja, ist egal, ich sag's, den Preis ist gar nicht dazu. Aber das war, nicht. Nee, und wirklich voll funktioniert. Du hättest ihn denn sofort haben wollen. Der war am Leuchten, war am Schießen, war zum Öffnen. Da war wirklich der richtig alte aus den 90ern. Ja. Richtig das Riesending da. Da habe ich auch, könnt ihr ja sehen, habe ich ja immer so mit rumgespielt, vor laufender Kamera. Das Teil. Ja, da kam einer rein, kann ich das haben? Ja, so nimm ihn. Ja, ist klar. Traurig. Ja, ich ja, weil er mag solche Sachen ja, ne? Und so, ja, ist halt so. Wie gesagt, ich achte jetzt nicht drauf, für mich ist Star Wars ein Riesenspaß, der mich unterhält, wo ich wirklich eintauchen kann. Er hat mich auch gefragt, Cosplay, ja, 30 plus, ihr wisst Bescheid, die 30 plus, einige wohnen ja hier um die Ecke, die waren ja auch schon da. Dann einen schönen Gruß an die DC-Leute noch, die zufälligerweise diesen Film noch sehen und die Marvel-Leute, die den Film zufälligerweise noch sehen. Also heute mache ich kein Marvel, heute mache ich kein DC. Habt ihr ja auch gesehen, beziehungsweise die dürfen es sehen. Ihr dürft es leider nicht sehen, weil das ist Auftragsarbeit. Noch einmal, Auftragsarbeit darf ich nicht zeigen, tue ich auch nicht. Nur was wir jetzt hier machen werden, wenn wir was in der Zukunft machen werden, wird lockerer, noch mehr Spaß, ist dann von uns. Wir haben das gemacht. Wenn er jetzt auch mit Lego vorbeikommt oder ich besorgt Lego und er baut während der Sendung den Lego auf, da kriegen wir auch noch hin. Ne? und er, sag ich mal, das Gegenstück. Wie heißt die gute Firma nochmal? Lego? Lepin. Ja, Lepin. Viele hassen Lepin. Ich weiß, ihr hasst ja alles, was ihr seht. ist so, der eine hasst das, der eine hasst jenes. Ich hasse gar nichts, weil mir macht alles Spaß, weil das unheimlich viel Spaß macht. Ich lerne hier Lego. Ich lerne hier Lepin, also ich lerne es und das macht mir so viel Spaß. Ich sehe da so Sachen, also du wirst dann Lepin bauen und du wirst dann Lego bauen und dann werden wir uns danach anschauen. Davon gibt es aber genug Videos. Davon gibt es genau Videos, siehst du, wir sind hier im Wohnzimmer. Nein, machen wir ja. Wir sitzen ja hier im Wohnzimmer, wir sind locker vom Hocker und nehmen alles auseinander, was wir sehen hier. Ne? Wir machen hier kein Lego-Video oder Lepin-Video, ne? Dann muss ja alles stimmen. Nee, ist nicht. Wir sind locker vom Hocker hier, sind drei ältere Herren.
Herren in lockerer Runde, die da über Star Wars sinnen. So einfach ist das. So, jetzt muss ich als Moderator hier rüber. Wie gesagt, du sammelst, ist alles klar. Ja. Du siehst auch Star Wars und das Schöne jetzt an der Sache ist, deine Tochter mag es auch. Ja. Da hatte Glück. Weil manche, du sicherlich hast auch nicht alle hinter dir, richtig? Ja, doch. Oh, noch ein! Ach, herrlich! Ja, gut, meine Freundin. Freundin weggucken. Also, er gibt keine 300 Euro aus. Macht er nicht? Macht er nicht? Nein, er bleibt. Oder ist. Ich darf nicht. Er darf nicht. Wenn ich könnte, würde ich. Ach, sicher. Ja. Das ist aber alles hier. Das. So ist es. So. Wenn alles kostet, wir wissen, und jetzt geht's. Für mich persönlich ist Star Wars ein Produkt. Ein amerikanisches Produkt, was erfunden wurde, um Geld mit zu verdienen. Hollywood sagt das Wort, Schauspieler etc. In der heutigen Zeit wisst ihr ja alles, denn das Zauberwort heißt Google. Wenn du was wissen willst über Harrison Ford, gib es ein. So, unser Eins hat alles noch im Keller liegen, alles noch im Original, müsst es rausholen, Bilder zeigen und so weiter. Ist aber, kann ich bei Google. So, das ist, also auf Deutsch gesagt, wir können keinen mehr. Auch mit diesem Video hier können wir jetzt keinen reizen, dass ihr da jetzt stundenlang vorsitzt und uns hier zuhört. Das ist eben so. So, und deswegen bleiben wir trotzdem so locker. Wir werden trotzdem dieses Wohnzimmer irgendwie gründen, machen und tun. Wir werden sehr viel Spaß haben. Das werden wir auch jetzt schon vor laufender Kamera sagen. Da kennen wir nichts. Ja, Spaß. Ja, Spaß auch. Ja, bis jetzt kann ich nicht klagen. Also ich habe auf jeden Fall Spaß. Ja, genau, Spaß ohne Ende. Der Chassa hat auch schon, er auch schon. Also und Kaffee war auch schon drin. Meine Frau würde jetzt sagen, du laberst zu viel, du hast zu viel Kaffee gesoffen. Nee, Frau, ich habe noch gar nichts gesagt, dass mir mein Magen hier gar nicht anfangen zu knurren. Das war total spontan. So, worüber können wir jetzt noch senden? Also, was möchtet ihr gerne hören? Zum Beispiel, was möchtet ihr in dieser Community gerne? Wir sind halt keine Verrückten, die haben 30.000, das sagt das Wort, verrückt, zack, zack. Wir sind knappe 1.000, wir benehmen uns normal, wir haben sehr viele Händler, die darauf achten, wie wir uns hier begeben, wie Pfandberg zum Beispiel, Philipp Deirich. Oder Ferreira, mit denen habt ihr sicherlich auch schon gesprochen, der dieses SW-Series hat, diese super Seite, diese Figurenseite, der nennt sich Ferreira, ist also auch ein Händler. Da könnte man jetzt in diesem Fall keinen Spaß machen, weil der ist ein Hater, weil der liebt nur 4 bis 6. Feierabend, nichts anderes. Star Wars ist nur 4 bis 6, vernagelt, zu Ende. Da hat man dann in dem Moment keinen Spaß. Ich bin ja froh, dass wir jetzt so locker vom Hocker alles mögen. Wie er schon sagte, also ich sagte, dass Rey naiv ist. Ja, Rey ist naiv. Muss noch viel lernen. Ja, gar nichts muss sie lernen. Die macht das einfach. Das ist die es. Kann ja schon. Ja, deswegen, ja, die haut da den, genau, bitteschön, die sieht den Stock da, tut den zur Seite, sieht dann das Laserschwert, holt es aus dem Rucksack und haut dann direkt alles weg. Ja, ich meine, die Gesichtszüge von Luke Skywalker sind dieselben Gesichtszüge wie bei uns. Hä? Die kann alles? Ja. Ja, wenn du mal genau in sein Gesicht guckst, was die da macht, die ist am Wieden da, zack, zack, boom, boom. Und jetzt kommen die Hater, die fand ich so klasse. Und zwar in dieser Snoke-Geschichte, ja. So, Snoke-Geschichte. Ich meine, ich liebe ja den Hintergrund, ich liebe die Arbeit. Ich, so wie die Jungs jetzt hier sehen, wie die Leute rumrennen. Und wenn ich jetzt hier CGI-Leute hätte, dann würden die sich kaputt machen, wie die aussehen oder aussehen würden. So, und wenn man das dann so sieht und nachher den Film sieht, ist das schon eine tolle Sache. Und solange keine Fehler sind, ein Mikrofon in der Ecke steht oder so, dann liebe ich den Film, sonst gehe ich raus, weil dann ist der Film kaputt. So, jetzt kommt die Szene, wo die da am Kämpfen waren. Rey kämpft gegen diesen Predator und auf einmal fällt er um wie ein nasser Sack. Müsst ihr mal genau hingucken. Der hat ja beide, zieht das auseinander und hatte das. Und der ging da sehr nah an sie ran. Ich meine, die Hitze, da siehst du hier auch schon alt aus. Braucht ja nur eine Zigarette spielen, sagen wir mal ehrlich. Eine Zigarette ist dasselbe, die hat ein paar hundert Grad. Ne? Und dann, also es kann schon hier ziemlich glimmen. Aber sie hat die Macht in sich. Ja, ja. Nicht zu vergessen, sie hat die Macht in sich. Dann dürfte sie ja nichts trinken können, weil ja, wie bei Star Trek, da hatte einer hier auch die Macht. Ja, dann konnte er nämlich gar nichts. Dann konntest du mit ihm machen, was du wolltest, aber trinken konnte er nicht. Ne, ja, weil er ja mächtig war. Star Wars ist Star Trek. Was ist das? Ja, Entschuldigung. Ja, J.J. Abrams ist Star Trek und Star Wars. Aber ja, haben wir auch drüber gesprochen, weißt du noch? Tarantino. Tarantino macht hier jetzt einen Star Trek-Film ziemlich blutig. Und wollen wir ja sehen. Habe ich gerade noch ein bisschen nachgelesen. Absolut springe ich jetzt mal eben ganz schnell zurück. Und zwar 7. Ich saß in einem vollgefüllten Kino, musste leider telefonieren, weil neben mir ein einziger Platz leer war. Den habe ich nicht gebucht, sondern der
da sollte jemand hin, aber egal. Der rief mich während des Films an, du, ich kann nicht, hier ist ein Unfall, ich komme nicht weg. Gut, so, ist in Ordnung. So, jetzt kommt's. Ich sitze dann halt so und hat jemand das mitbekommen, weil ich da ein bisschen firmentechnisch gesprochen hatte. Sind sie und so weiter, kam man dann ins Gespräch und dann sagte ich nachher, und das werde ich jetzt nicht vergessen, sie guckt, auf einmal sagt sie, wie der Vorspann kam. Also wir haben erst Star Trek gesehen, ich weiß jetzt nicht welche Folge, und dann kam erst E7. Ich weiß nicht, ob in euren Kinos das auch so war, aber jedenfalls war die ganze Zeit J.J. Abrams, von vorne bis hinten. Ja? So, auf einmal ging Star Wars an und dann stand da J.J. Abrams und dann fing B. Den hat die auch gemacht? Ich finde das so toll. Du sitzt da mit ein paar hundert Leuten, keine Ahnung. Da war ein großes Kino, ein sitzt halt nur frei, Gott sei Dank hat ein bisschen Sauerstoff gehabt. Aber ich weiß, dann das Heulen in der 110. Minute wirklich. Geweint bis zum Gehen, weil dann Solo starb. Und das ist nicht mehr mein Star Wars, der ist ja tot. Unter uns soll ich jetzt 100 Jahre Darth Vader sehen, 100 Jahre Han Solo, 100 Jahre Luke Skywalker und 100 Jahre Leia. Okay, Leia geht nicht mehr, aber ich meine nur, das kann doch nicht sein, oder? Nee, also auch ich bin mit 4 bis 6 groß geworden, habe ich schon erzählt. Und wie gesagt, alles Neue, aber mit Hintergrund von 4 bis 6 Bezüge. Also wie gesagt, ich fand 7 auch eigentlich geil, weil dieser Flair von 4 bis 6 drin war und jetzt in dem neuen fehlte mir das schon. Kann das Flair sein? Sagen wir mal so, die meisten Hater sagen, 7 wäre ein Abklatsch von 4. Ja, ist so. Das meine ich doch damit. Wenn ihr genau hinschaut, die haben recht. Es ist natürlich von der Dramaturgie her so geschrieben und von der Regie auch so irgendwie eingefangen, wie ich vorhin auch sagte bei E8, wie die Kinder plötzlich die Töne nachspielten da, dass die Heldengeschichten von damals wiederbrachten, wie R2-D2 die Heldengeschichten bei den Wookies da erzählt hat. E-Box, Entschuldigung. Wookies war mal so. Ja, aber wie gesagt, die E-Box zum Beispiel. So, ich kenne, also Star Wars mag ich alle Filme, weil ich auch die Zeichentrickfilme, die beiden, Klonkriege. Ich habe auch leider die E-Box-Geschichte und die habe ich nicht ausgepackt, weil ich kann sie nicht ran. Ich kann an meinem Alter liegen, bin ich ehrlich. Habt ihr wirklich die Karawane da, die Kind, den Kind? Nein, hab ich nicht. Ja, ich meine nur, guckst du die Wege über? Hast du die jetzt nur, weil du Fan bist, so wie ich? Ich hänge da rein. Ja, sagen wir mal so, weil ich halt auf Star Wars Filmen bin und das sind ja zwei einzelne Ewok-Filme. Das ist richtig. Die haben ja mit den Jedi-Rittern und so. Nee, darum geht's mir nicht. Nichts zu tun. Ich will nämlich jetzt darauf hinaus, was nämlich jetzt auf uns zukommt. Nämlich dieses Sci-Fi, Fantasy, Star Wars Universum. Das ist die Wortlaute von J.J. Jetzt gehen wir mal auf nicht Binks, sondern Abraham. So heißt er. Und Kathleen Kennedy. Yeah. Lucas LTD, ach, das geht runter wie Öl. Boah, Hammer, sind das Firmen, nur ehrlich. Okay, aber ist halt so, und wenn ihr jetzt genau schaut, das wird jetzt so. Es kann sein, dass ziemlich viel Klamauk ist. Ich merke, ich habe mich heute mal, ja, leider bei den Dreharbeiten werden wir jetzt unterbrochen, weil wir da unbedingt bauen will. Deswegen unterbrechen wir jetzt einfach mal und gehen woanders hin. Nein, tun wir nicht, er hat's gehört. Okay, Spaß muss sein, weil das ist eine 5.1 Kamera, die nimmt alles auf. Auch das, also das ist jetzt mein Nachbar, der arbeitet. Lass mal arbeiten. Die Sache, mir ist also aufgefallen, dass wir jetzt, wie gesagt, eine neue Gruppierung bekommen. Ich spreche jetzt von der Arbeit. Von der Arbeit verstehe ich die Jungs, ich verstehe die sehr gut, was sie sich da ausdenken, was sie da vorhaben, wie die Geschichte schreiben möchten, was aus der Geschichte wird. Und zwar ein Fantasy, kein Märchen mehr, sondern wirklich ein Universum, denn ich hatte auch vorhin noch gelesen, was George Lucas machen wollte. Er wollte ja das Underground-Universum wollte er ja auch mal machen. Mhm. Ja? Also die können ja, wie gesagt, jetzt aus allem rausholen. So lustig war Jar Jar, den keiner mochte, ja? Nicht Abrams, sondern Jar Jar Binks. ich meine, dieses Gesabbere da, das fand ich auch alles nicht so. Und bedenkt, meine lieben Freunde, das ist die Mama von Luke und Leia gewesen, nicht vergessen, das vergesst ihr auch. Diese junge Dame war die Mama von Luke und Leia, zum Beispiel. Weißt du, Jar Jar Binks? Nein, in dem Film da. Ja, ihr wisst schon, jetzt komme ich nicht auf ihren Namen da. Wissen musst du nicht hassen. Ja, musst du nicht hassen, ja, genau. Nein,
Ich war jetzt, ich bin gerade eingetaucht, ihr habt es schon gemerkt, bin wirklich da rein und ich habe jetzt eben die Szenen hier alle von meiner Flimmerkiste geholt, ins Gehirn geholt. Amidala. Amidala ist die Mama von Luke und. Richtig. So, das dürft ihr nicht vergessen. Und die ist gestorben an gebrochenem Herzen, weil die Macht waren, die waren verbunden und die hatte ja halt die Macht und so. Dadurch ist sie gestorben, die war ja kerngesund. Die haben sich alle gewundert, warum die verstorben war. Weil die war halt. Gram. So, und Darth Vader, wie der gerade frisch wurde, der Imperator sich gefreut hat, dass er ihn endlich hat, der schrie ja wie so ein Weltmeister. Und da habt ihr recht, also ich könnte man darüber auch noch einen Film machen. Nicht wie er schreit, ist klar. Aber wie Darth Vader dann versucht, das Ganze auseinanderzunehmen. Sein galaktisches Imperium. Genau, sein. Und der andere schrie ja, deine Religion, du kannst mich mal. Ne? Ne, ist klar. Da hat er nachher gesagt, ist in Ordnung. Ich sag ja gar nichts mehr. Ne? So. Das war ja die eine Szene da auf dem Todesstern. Aber dann sind wir wieder bei denen, wie du schon sagtest, die ihre Filme schon im Kopf haben, weil sie die Bücher gelesen haben. Wie du auch schon sagtest, die Bücher von Thrawn. Thrawn war eine gute Geschichte. Ich habe ja Rebels, wie gesagt, bis zum Ende gesehen. Deswegen muss ich halt schweigen, weil ich kenne wirklich alles. Deswegen muss ich auch zwischendurch mal fragen. Diese Frage hat mir aber gestern jemand anders beantwortet. Okay. Weil ich dann alles ausgepackt hatte. So, was macht er denn da? Ne? Der Luke war plötzlich da. Oder Rando Caresian, der war plötzlich da. So, waren die? Das ist doch, jetzt habe ich das so intensiv gesehen, aber irgendwie ist schon wieder vergessen, dass die vielleicht auch schon wieder dazwischen waren. Der Guerrera, der war ja auch da. Der hat, richtig. Ja. Ne, der hat auch einige Sachen gemacht. Im vierten Teil ist Guerrero ein bisschen mehr da, bis er dann wieder weg ist. Und so viele sterben dann nicht, das darf ich schon mal sagen, aber wichtige Personen sind dann wieder da. Aber egal. Aber jetzt kommt's. Muss man in der heutigen Zeit wirklich alles sehen, sonst kapiert man das nicht? Nee. Das weißt du nicht? Dass du wirklich, guck mal, wir haben jetzt Rogue One gesehen mit Guerrero, der nicht auch nicht allzu lange da überlebt hat. Die sind ja, wie gesagt, da auch alle gestorben. Aber bei Rebels hat er ja verdammt lange. Na, da wusste man also, was er war und wie er dazu geworden ist, weil seine Schwester verstorben war, dass er das dann übernehmen musste. Er wurde dann plötzlich etwas anders. Na. Und dann, wie Ahsoka wieder zurückgeholt wurde. Das war ja kein Zeitsprung, das war etwas Mystisches. Und zwar hat man uns doch, genau dort hat man uns erklärt, was überhaupt die Macht bedeutet. Da war ja die Schwester und der Bruder. Mhm. Die war die helle Macht, er war ja die dunkle Macht und der andere war ja der Machtwächter, ne, der Große, also der Vater. So, die waren ja eine Zeit lang in dieser Macht gefangen, in dieser Blase gefangen. So, und da hat man uns ja klar gemacht, wie die Macht überhaupt funktioniert. Hast du die Szene gesehen, die ich meine? Habe ich noch nicht gesehen. Das ist ein Problem, wie man in einem Wohnzimmer, wenn einer zu viel guckt, so wie ich, und die anderen gar nicht wissen, wovon er redet. Aber ihr vielleicht, ihr Zuschauer, habt jetzt gewusst, wovon ich gesprochen habe. Also für die, du, glaube ich, hast bis zum Ende auch geguckt. Ne? Du meinst dieses Portal mit diesen Wölfen, ne? Ja, die Wölfe, korrekt. Ja. Ja, das ist der vierte Teil. Ich rede davor, im dritten Teil, wo die da auf dem Machtplaneten, wo die Macht überhaupt war. Da war ja, sie ist ja nachher verstorben. Und er hat ihn ja versucht rüber zu in die schwarze Macht. Der Sohn. Jetzt im Augenblick nicht an. Ja, okay. Aber wenn du. Er springt gerade in 4 rein, Staffel 4 mit den Wölfen. Da kommen ja ganz große Machtwölfe. Ne? Ja. Und dann gibt es auch einen Machtring, also Wolfring. Ich zeige euch das nachher, wenn die Kamera aus ist, wovon ich da gerade gesprochen habe. Und da ist ja die Ahsoka zurückgeholt worden. Ne? Und im dritten Teil waren aber beide, Ezra und Kahn, bei Yoda zum Beispiel und bei Qui-Gon Jinn. So, das meine ich da. Und die war noch nachher bei diesem Machtwesen, also der Machtwächter. Also dieser Große, der immer aus dem Stein kommt. Zum Beispiel. Ja, genau. Nee, war das der? Ich weiß jetzt, was du meinst. Geht, siehst du, jetzt erzähl. Genau, erzähl mal. Da versitzt man ja eher. dieser große Dämon, der aus wie so eine Art Stier, kannst du sagen, ne? Nee, das war ja das war so ein Machtwesen auf diesem Planeten. Nee, ich rede jetzt von der Macht. Diesen Mönch, diesen Großen, ich komme jetzt nicht auf seinen Namen, leider. Das kam mir so spontan. Muss ich passen. Also er hatte seinen Sohn und seine Tochter, beide, ne, hatten da die Macht. Die waren auf diesem, da gefangen und wollten wieder weg. Der eine wurde dann, also der Imperator sozusagen, also hat ihm erklärt, was die dunkle Macht ist. Und der andere, ich glaube Ezra, war dann bei der Hell und so weiter.
Aber wie gesagt, erkläre ich gleich, dann wissen die beiden dann Bescheid. Ihr wisst sowieso Bescheid. Bei uns geht gerade der Sauerstoff aus, soll ich lieber einen Kaffee machen? Wir machen jetzt eine Kaffeepause und wir sehen uns gleich wieder. Ne? Okay.